A story which will never end as long as the dynasty continues. Hey, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge Medieval Dynasty. Ja, wie ihr sehen könnt, der letzte Herbsttag ist angebrochen. Ich habe ein bisschen Bursch gespielt im Herbst. Habe auch ein paar Sachen gemacht, unter anderem hier, ich habe die Wege jetzt mal angelegt. Ne, der hier führt ja nach Denica und drüben der nach Rolnica. Zumindest zu den Weggabelungen. Ich habe es jetzt nicht natürlich bis zu den Dörfern durchgezogen, das wäre unnötig gewesen, hier auch. Und dann habe ich hier noch eine kleine Veränderung vorgenommen. Ihr seht, hier fehlen wieder ein paar Hopfen. Ich muss den Bereich nochmal neu anlegen, weil jetzt sind wir hier auch schön an der Palisade dran, so nah wie es geht. Wir waren vorher, ja genau hier, etwa bündig mit diesen Büschen gewesen. Das heißt, da war noch eine riesen Lücke zur Palisade. Das sah nicht gerade so toll aus. Dementsprechend habe ich es nochmal umgeändert. Und zeige ich euch auch noch eben. Und wir haben auch einiges noch zu tun heute. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Nehme ich hier mal rausgeholt. Ich habe die ganze Seite von der Palisade schon vorbereitet. Im Prinzip müssen wir sie... Was war das denn? Ja, im Prinzip müssen wir nur die ganze Palisade fertig kloppen. Ich habe auch die Seite hier umgedreht. Ja, hier vorne sieht man es besser. Wartet. Na, jetzt umgedreht. Jetzt ist auch hier die Palisade richtig rum. Jetzt ist dieses Rundholz innen und nicht mehr außen, wie wir es vorher hatten. Also alles angepasst. Aber man sieht, was ich vermutet habe. Die Palisade werden wir nochmal irgendwann neu machen müssen, weil die halt nicht in die Straße ein bisschen reingeht. Das sieht doof aus. Aber was mir noch aufgefallen ist, als ich mit den Rundhölzern dran war, kann ich euch mal eben zeigen. Wir werden wohl jetzt im Winter ein Brennholzproblem bekommen. Ich meine, wir hatten zwar schon ewig kein Brennholzproblem mehr, aber wir haben gerade mal sogar nur noch 3 Brennholz auf Lager. Obwohl ja eigentlich unsere Holzfäller besser werden. Unsere Bevölkerung ist natürlich nur minimal gewachsen. Ich habe jetzt gesehen, wir haben hier 7,8, ja sagen wir mal 8 Holz pro Stunde an Brennholznachfrage. Und das kriegen wir, wo war es jetzt hier, N-Management, zurzeit nicht wirklich gelevelt, weil unsere hier Holzfäller zu niedrig in der Stufe sind. Die sind ja nur 6 und 5, wie wir hier sehen können. Und, also jetzt haben wir noch keine 8 Uhr, da muss ich euch gleich nochmal zeigen. Aber auf jeden Fall produzieren wir deutlich zu wenig. Jetzt haben wir jetzt 8 Uhr, ja toll. Den Moment hättet ihr ja mir auch gönnen können, noch die Sekunde. So, gehen wir nochmal eben rein. So, ihr seht, wir machen 8,8 Brennholz die Stunde, Rundholz die Stunde, aber nur 4,4 Brennholz die Stunde. Und wenn wir 8 Brennholz brauchen die Stunde, ist das natürlich zu wenig. Wir könnten natürlich, Stöcke haben wir auch viel zu viel. Wäre schon mal 5,5. Das wäre schon mal etwas akzeptabler so. Ist die Distanz, oder die Distanz, was uns fehlt, die ist so groß. Ist dann jetzt nur noch 2,4, vorher war sie, ja, 3,4, also 1 wieder eingeholt. Ne, 3,5 war sie vorher, ne? Ne, 4, 3, 2,3 haben wir jetzt, so rum. 7,8 brauchen wir ja zur Zeit, ich bin aber, hab ja mit 8 gerechnet. Also das heißt, ein bisschen was fehlt noch, wir könnten theoretisch auch, ja, weil Stöcke brauchen wir echt nicht mehr wirklich. Ich würde sagen, das machen wir dann so hier. Und dann hoffe ich mal, dass die bald noch leveln in ihrer Fähigkeit, die Handwerker. Und dann habe ich festgestellt, das Tierfutter geht immer rauf und runter mit der Anzeige da oben. Also da sind wir auch noch nicht safe. Dementsprechend Nutzpflanzen, Scheune. Mal eben gucken, ja, das hatten wir schon auf 100% ausgelastet. Das steht sogar schon auf 40. Und wir können Dünger, ja, wir brauchen Dünger, da kommen wir nicht drum herum. Dünger ist ja runtergelaufen bei uns. Wir können höchstens mal noch so machen und dann so.
Mal gucken, ob es so besser wird und ob es mit dem Dünger dann noch hinhaut. Das wäre noch eine Option. Wie viel Dünger haben wir denn aktuell? Ja, sagen wir mal 370. Dung ist jetzt auch nicht so viel. Auf Lager werden wir noch nicht so lange laufen wieder, dass da jemand in dem Schweinestall drin ist. Haben wir eigentlich. Was willst du hier drin? Ich habe doch gar keinen hier eingestellt. Also manchmal verstehe ich nicht, was die machen. Verdorbenes haben wir noch recht viel. Warte mal, wenn man so, dann geht's schneller. Ja, verdammt viel sogar. Da könnte man zur Not noch Dung herstellen. Jetzt hat er mich aus dem Konzept. Noch einer. Mein Gott, was macht ihr denn? Ich wollte noch irgendwas gerade nachgeguckt haben. Jetzt haben die mich aber aus dem Konzept gerade gebracht. Aber wir können erstmal was trinken gehen. Also wir hätten auch noch was zu essen rausnehmen können. Machen wir mal eben unsere Bedürfnisse hier stillen. Mann, was wollte ich denn jetzt gerade noch nachgeguckt haben? Ne, ich weiß es nicht mehr. Haben mich jetzt gerade echt aus dem Konzept gebracht, die beiden. Zumindest der eine von denen. Der andere kam ja später erst. Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau, mit dem Brennholz, ne? Wahrscheinlich haben uns damals immer noch die Stöcke gerettet, dass wir da nichts mitbekommen haben. Wie viel haben wir denn da auf Lager? Stöcke, Stöcke, Rundholz, das ist auch nicht wirklich viel. Liegt natürlich daran, dass ich die an der Palisade gebastelt habe. Ja, guck mal. 1500 Stöcke. Wir werden es zumindest erstmal eine gewisse Zeit lang den Arsch retten dann. Als der eine wieder abgehauen. So, wir ziehen uns mal schnell ein paar Eier rein, würde ich sagen. Da haben wir mehr als genug da. Sind wir wieder genau auf 100. Sehr schön. Dann haben wir auch Ruhe für den letzten Tag. Und jetzt bin ich gerade überlegen. Ich wollte aber noch irgendwas anderes. Die haben mich gerade total aus dem Konzept gebracht. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ah ja, ich hatte übrigens auch nachgeguckt mit den Sämlingen. Es gibt tatsächlich nur die zwei Händler. Also einen dritten Sämling-Händler gibt es nicht, leider. Sonst hätten wir nochmal welche holen können. Und sonst, ich glaube, ich habe aber jetzt alles abgearbeitet, was ich euch noch gesagt haben wollte. So rum. Meine ich jetzt zumindest. So, und ich wäre jetzt eigentlich dafür. Ne, auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel Rundholz auf Lager haben, aber die produzieren jetzt auch noch ein bisschen. Dass wir einfach mal alle Rundhölzer nehmen. Ne, nicht Brennholz. Rundhölzer. Zumindest die 10 Stück. Dann können wir nämlich schon mal 10 Stücke von der Palisade fertig machen. Dann sind wir da auch wieder ein Stückchen weitergekommen. Das ist auch das Schöne, wenn man da immer vorarbeitet, dann können wir das recht schnell fertig machen. Ja, guck mal. Haben wir jetzt noch eine? Ne, das war das letzte. Haben wir schon die eine gerade fast komplett gemacht. Das haben wir noch ein ganz Stück wieder geschafft an der Palisade. Kommen ja auch sowieso noch Rundhölzer jetzt rein. Und dann können wir da eventuell nachher nochmal ein Stückchen weitermachen. Ich würde auch gern nochmal ein paar Leinsamen einstecken. Und zum Dagobert nochmal gehen. Weil der hat ja eine Menge Kohle von uns bekommen. Die wollen wir uns natürlich wieder zurückholen. Als wir die Sämlinge bei ihm geholt haben für einen Hopfen. Leinsamen. Würde ich gern nochmal ihn pleite machen gehen. Dann muss ja nicht sein, dass er mit unserem Geld hier in die nächste Jahreszeit geht. Ja, dann können wir übrigens auch mal den neuen Weg nutzen. Ah, ja, bist ja meine Gute. Weiß ich auch, ne? Wir können mal direkt einen neuen Weg hier ausprobieren. So, auf, würde ich sagen. Er geht natürlich jetzt mitten durch das Wildschweingebiet. Aber gut, das lässt sich ja nicht vermeiden, wenn man hoch nach Denica möchte. Hab den auch versucht, nicht so gerade durchzubauen, sondern mit so ein paar Ecken und Kurven, dass sich das zu dem Spiel ein bisschen anpasst und hab dann hier den Weg an die Kreuzung münden lassen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, ne? So, dann gehen wir mal eben zum Dagobert. Mathilda können wir auch noch mal eben gucken, aber ich meine, die hatten wir pleite gemacht, ne? Mathilda müsste da gerade laufen. Komm, bleib stehen. So, meine. Ah, ne, ach, der hat noch Münzen. Waren wir gar nicht bei der gewesen?
Pelzweste. Kenne ich ja noch gar nicht. Dann würde ich sagen, machen wir dich auch noch eben pleite. So. Einmal. Und dann gehen wir noch zu deinem guten Herrn Dagobert. Der müsste jetzt irgendwas mit 4000 Münzen aktuell haben. Ja, da, ups, fast über den Haufen gerannt. Komm mal zurück. So, jetzt können wir noch ansprechen. Na, 4700 Münzen, die Sau. Das kann natürlich nicht sein. Boah, fast alle hat er jetzt noch abgekauft. 43 Leinsamen haben wir noch übrig. Da haben wir uns auch schön die Münzen zurückgeholt und wir haben die 50.000 Münzen geknackt. Sehr cool. Und 1 Million ist ja das Ziel, habe ich mal gesagt. Ganz überspitzt. Lass uns erstmal die 100.000 schaffen, aber das ist auch... Ist das jetzt hier auch neu, dass da Steinwand dran ist? Aber nicht überall, ne? Haben sie nur teilweise. Genau, also überspitzt mal gesagt 1 Million. Aber theoretisch ist das locker machbar, ne? Wenn man ein paar Jahre jede Jahreszeit komplett verkaufen geht. Bei dem Überschuss, den man produziert. Wir haben natürlich noch jede Menge Alkohol, der rumliegt bei uns. Und auch noch teilweise Saft, der nicht verarbeitet ist. Kann ich euch auch mal eben zeigen. In unserer Hütte sieht es aus wie eine Säufer, wie eine Alkoholikerbude, so rum. Ja, bleiben wir hier stehen. 1000 Flaschen gefühlt auf dem Boden, die da rumliegen. Die Kiste ist auch voll. Hier sieht es aus, wie bei den Säufern. So, und dann hier ist auch noch drin. Ach, guck mal, eine Spitzhacke. Mit der alten Haltbarkeit. Die können wir auch rausnehmen. Die können wir eigentlich jetzt... Guck mal, nochmal. Knapp 6 Kilogramm Platz. Die zwei Weizenbier sollten ja wohl da reingehen. Nochmal. Pflaumenwein. Dann liegt da noch Saft. Den muss ich noch verarbeiten. Hier auch. Mal gucken, kriegen wir das noch alles rein? 15 Kilo waren das. Okay, nee. Nicht wirklich. Dann würde ich aber lieber... Birnenwein war das, ne? Warte mal, nehmen wir wieder zurück. Die zwei Weizenbier, die drei Pflaumenwein. Ein bisschen haben wir noch. Können wir... Ja, 4 Birnenwein. War jetzt auch nicht die Welt. Dann schmeißt man den Rest hier wieder raus. Haben wir ein bisschen aufgeräumt, ne? Sieht's wieder... Ach, verkehrte Taste. Sieht's wieder ein bisschen besser aus. So, ein bisschen vertan gerade hier mit der Taste. Ach, guck mal. Was ist das denn? Seit wann ist denn da was drin? Wir haben noch gar nichts gekocht. Ja, das ist aber bestimmt schon faul. Sicher jetzt erst, dass da mittlerweile was drin ist. Okay. Auch nicht schlecht. Guck mal, wir haben die sogar richtig hingestellt. Auch nicht schlecht. Das andere lag alles kreuz und quer auf dem Boden. Naja. Gekonnt ist gekonnt, würde ich sagen, ne? So, du bist wieder ganz unruhig. Ich merke das schon. Bringen wir dich mal wieder zu deinen Freunden, würde ich sagen, ne? So. Auf, auf. Schön auf dem Weg hier. Und springen wir einmal über den Zaun. Zap. Bremse reinhauen und das war's. Dann bist du wieder zu Hause. So. Ja. Sind wir auf dem Zaun hängen geblieben. Die ist auch fleißig. Da könnte man eigentlich auch mal wieder gucken, ne? Gehen wir jetzt mal eben ins, können wir auch hier durch, ins Ressourcenlager. Mal gucken, warte, ne, Lebensmittellager, ne? Ne, Bienenwabe müsste im Lebensmittellager sein. Hier. Der steht immer noch da drin, ja. 120 auch schon wieder. Natürlich schon wieder einiges reingekommen. Ja, Milch, genau, Milch habt ihr ja gesagt, da kann man nichts machen. Aber, habe ich nie dran gedacht, ne? Klick mal eine an, die gibt ja Nahrung und Wasser. Wir nehmen mal einen so einen Eimer mit. Können wir uns dann immer zwischendurch mal reinziehen, wenn wir Hunger und Durst haben. Was wiegt der denn überhaupt? Gar nicht drauf geachtet. Ah, 2 Kilo, das geht noch. Hätten wir auch direkt die Leinsamen reintun können, ne? Wenn man nicht im Kopf hat, hat man eine Beine. So. Und, hä, hat da nicht noch was gerade im Inventar gehabt? Ne, sah nur so aus, okay. Da habe ich mich gerade vertan dann. So, aber... Ne, wir hatten doch die Spitzhacke, war doch richtig. Die können wir noch ins Ressourcenlager tun, die hatten wir ja gerade rausgenommen.
Können die sich dann auch nehmen? Was? 21 Spitzhacken? Alter Schwede. Hatten wir das nicht auch runtergestellt? Das ist ja mehr als genug. Nee, Moment hier. Handwerk. Ja, welche war es jetzt mal wieder? Wie immer die verkehrte. So, Spitzhacken. Steht noch auf 20%. Alter Schwede. Das können wir auch. Auf jeden Fall auf 10% runter machen, würde ich sagen. Dann können wir die Eisenbahnen noch was hochschrauben. Haben wir eigentlich mittlerweile Eisen auf Lager? Glaub zwar nicht, aber... Ja. Ein Barren, ein Erz. Jetzt zwar nicht die Welt, aber ist immerhin was drin. Aber der Dunk steigt auch. Das scheint zu funktionieren, was wir da gemacht haben. Was denn mit dem Tierfutter? Ja gut, brauchen wir gar nicht gucken, weil der Wert ist da oben links nicht runtergegangen. Ich wollte schon so jetzt gerade oben links zeigen. Nee, der ist ja noch nicht runtergegangen. So, wir sind dreckig, sehe ich gerade. Komm, hier ist der Waschbottich. Springen wir einmal rein. Zap, machen wir uns mal eben wieder sauber. Ja. Mit den Händen im Rand, auch nicht schlecht. So, einmal hier waschen. Ah ja, heute ist übrigens Muttertag, ne? Heute ist Sonntag. Habt ihr euren Müttern schon alles Gute gewünscht? Ich würde mal sagen, wir reden mal mit unserer Holden, ne? Ne, das ist er nicht. Ne? Schön, dass ich immer um unsere Kinder, ja, vor allem Kinder, ich wollte Kinder sagen. Weil immer nur ein Kind, schön, dass ich um kümmerst. Hast einen Moment Zeit? Ne, wie ist denn die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut, mein Schatz. Ja, passt. Was hast du denn so gehört? Interessiert dich wieder nicht, okay. Fällt aber, ja, komm, dann nochmal das Gleiche. Und jetzt hat sie keine Lust mehr, okay. Ne, wenigstens haben wir uns um unsere Holde mal gekümmert. So, haben wir das auch pflichtgemäß erledigt heute an einem Sonntag. Ne, was sein muss, muss sein. Oh, wie viele hier rumsitzen mittlerweile. Ne? Da sitzt da auch eine Erwachsene. Hast du keinen Job? Die Hä? Wieso sitzen die Agnes hier rum? Agnes, was ist da los? Tierzücht. Hä? Hä? Hab ich was verpasst? Rede mit mir. Nee, Moment, warte mal. Erzähl mir etwas über dich. Gänsehaus. Arbeitet im Gänse, ist schon mal richtig okay. Ja, keine Ahnung, wieso sie nicht da ist. Da steht auch noch eine Erwachsene. Griselda. Ich hatte mir da auch eingeteilt, ne? Ja, Werkstatt. Okay, ja, das scheint halt manchmal irgendwie nicht so zu funktionieren. Genau wie der Typ, ne? Ob der, mal gucken, ob der immer noch hier drin steht. Ja. Das ist unser Grabungsschuppen-Typ. Typ. Voll der Typ, du. Ja, keine Ahnung, warum das manchmal jetzt auf einmal so ein bisschen buggy ist. Das hatte man vorher nicht gehabt. War auf einmal irgendwann da. Wahrscheinlich, als sie irgendwas umgeändert haben an den Leuten und dann war es darum geschehen. So, wir können mal eben gucken, was sie an Rundholz wieder reingebracht haben. Machen wir nochmal ein bisschen weiter. Brennholz steigt auf jeden Fall wieder, das ist schon mal sehr gut. Guck mal, wie viel Hopfen wir haben. Ich muss unbedingt nochmal Alkohol herstellen und dann verkaufen gehen. Rundholzer wollten wir geguckt. Guck mal, wie viele Holzschalen wir auch haben. Ne? Die können doch auch die Holzschalen verbrennen. Wenn wir im Winter nicht genug Brennstoff haben. Da haben wir viel zu viele von auf Lager. Da können wir auch nochmal in der Werkstatt gucken. Ne? 6, ne. Da ist nicht wirklich viel da an Rundholz. Gucken wir nochmal eben in der Werkstatt. Da steht aber auch nur 5%, das ist gerade mal 0,1 die Stunde. Ist an sich in Ordnung, würde ich sagen. Das passt. Aber wie viele wir von auf Lager haben. Ich würde sagen, da muss ich auch irgendwann mal welche von verkaufen. Ah, wisst ihr was? Komm, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen verkaufen. Obwohl, ich hatte einige Dörfer abgeschlappert, ne? Als ihr nicht dabei wart im Offscreen. Einzigste wäre noch Lesnica, glaube ich, aber da ist ja nur ein oder zwei. Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wisst ihr was? Wir räumen mal eben auf. Wir gucken mal kurz. Spitzhacken haben wir auch viel zu viele. Wir nehmen mal die eine mit der halben Haltbarkeit mit. Ich würde sagen, nochmal 10 von denen. Und dann hier den riesen Batzen
hölzerne Schalen. So viel bringen werden die ja nicht bringen vom Preis her. Teller haben wir auch viel zu viel. Teller brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Ich nehme mal den 20er Batzen hier mit. Dann sieht das wieder ein bisschen ordentlicher zumindest aus. Was haben die eigentlich für ein... Oh, ich bin deutlich überladen. Waren die so schwer? Ey, 109 Kilo, krass. Dann rufen wir unser Pferdchen, würde ich sagen, auch wenn wir es gerade weggebracht haben. Na, könnt natürlich jetzt nicht hier rein. Ah doch, komm. Komm, ein bisschen noch, ein bisschen. Ah, komm, ein Schritt noch. Kriegen wir das hin? Komm, ein Schritt. Also müssen wir die Sachen eben rauswerfen. Hier. Können wir uns auch ein bisschen bewegen. Dann schmeißen wir den Batzen da rein. Ah, jetzt ist das Pferd wahrscheinlich überladen. Wir gucken nochmal schnell. Nee, hat noch Platz. Okay. Aber wir sind quasi überladen. Nee, verkehrt. Hier. Hat die hölzernen Schalen aber auch so viel wiegen, ne? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie viel er noch nehmen kann. 3,4 Kilo. Das ist viel zu viel. So. Okay, dann passt es. Einmal aufsteigen. Würde ich sagen, gehen wir nochmal eben nach Lesnica, verkaufen die... nee, Moment. In die Richtung müssen wir. Hölzernen Schalen. Mal gucken, ob wir von den Spitzhacken noch was loswerden. Wir haben aber echt viele auf Lager gehabt. 22 Stück, ey. Das war schon verdammt viel. So viel braucht man ja im Leben nicht. Müssen wir mal gucken, ob das mit den 10% dann hinhaut, weil wir brauchen ja für die beiden Minen dann Spitzhacken. Und der Grabungsschuppen, der braucht eine Spitzhacke. Also drei Stück eher eigentlich immer. Sollte ja, hoffe ich mal, mit den 10% jetzt immer noch reichen dann. Aber wir werden es ja dann sehen, ne? Zur Not müssen wir es nochmal umstellen. Ist halt alles ein bisschen Experimentiererei, ne? Aber bis jetzt haben wir ja auf jeden Fall zu viel produziert. So. Ah ne, hier gab es auch zwei Händler, ne? Die Gisilla und den Theobald. Der Theobald war ja der Schmied. Die haben ja in der Regel eh genug Kohle. Die Jägerin wird jetzt nicht so viel auf Lager gehabt haben wahrscheinlich an Münzen. Hm, keiner da. Ah, der Kütter. Genau an uns vorbei. Jetzt müssen wir hinterher schleichen. So. Zeig mal deine Waren. Ja, 2000 Münzen. Der hat ein bisschen was da, würde ich sagen. So, erstmal die Schalen. Er kann natürlich sowas von alle kaufen. Dann holen wir mal eben noch die restlichen aus dem Pferd. Ah, da rennt Gisilla gerade. Komm. Bei ihr verkaufen wir die Spitzhacken. Zeig mir mal deine Waren. 1100 Grad, Mann, naja. Jetzt konntest du drei abkaufen. Naja, immerhin. Besser wie nichts. Ich werde noch ein bisschen Rest haben. Dann holen wir mal eben hier die Schalen raus. Schleichen uns nochmal zum Theobald. Theobald. Wieso sagst du denn Theobald? Theobald heißt der doch. So, wie viel Kohle hast du denn noch? Mehr als genug? Ne, warte, dann machen wir bei dir erstmal noch... wo sind sie denn? Spitzhacken. Drei Stück kannst du nehmen. Dann nimm mal den Rest, den du hiervon nehmen kannst. Dann rennen wir der... Als etwa gerade auf unser Pferd aufsteigen. Was soll das werden? Gut, Simira. Oh ja. Okay, ich gehe einfach mal durch dein Pferd. Auch nicht schlecht. Wenn es mit dem Aufsteigen nicht klappt, dann gehen wir einfach mitten durch. Wieso nicht? So, Gisilla, wo bist du? Scheiße, jetzt haben wir die natürlich... Obwohl, warte mal, wir müssten doch das da... Das ist das Jäger-Händler-Symbol. Sie ist noch in Reichweite. Und wir rufen mal und... verkehrt, unser Pferd. Holen wir sie auch schneller ein. Das macht ja so keinen Sinn gerade. Scheint ja schon etwas weiter zu... Ach, da vorne steht sie. Zu weit. Einmal drehen.
Bitte stehen bleiben. Ich habe stehen bleiben gesagt. Wir wollen doch noch ein bisschen was verkaufen bei dir. Jetzt haben wir sie weggekickt, auch nicht schlecht. Probleme mit dem Verkehr hier, so, jetzt haben wir sie. Dann noch ein paar Schalen. Ja, immerhin nochmal 90, 166 übrig. Was lachst du mich denn so aus? Ja. Ich würde sagen, haben wir noch ein bisschen übrig, aber wir sind ja mal mit Abstand den größten Batzen losgeworden. Reiten wir nochmal eben nach Hause, dann können wir auch den Rest dann ausladen. Ja, ist richtig, wo ich hinreite, sehr gut. Ja, eigentlich wissen wir ja mittlerweile, ne? Oder was heißt wissen, kennen uns ja aus auf der Map hier. Aber man guckt ja dann doch nochmal gerne, ne? Ob man auch richtig unterwegs ist. So, dann werden wir die noch eben ins Lager schmeißen gehen. Dann gucken wir nochmal nach den Rundhölzern. Ich würde ja schon noch gerne ein bisschen an der Palisade weiterbauen. Vorsicht. Ja, hat diesmal kein Leben gekostet, sehr schön. Komm, einmal querbeet hier durch. Ja. Voll gegen die Wand, war ja klar. Kein Zielwasser getrunken. Kommen hier vorne raus und dann reiten wir direkt nach Hause. Ah ja, warte mal, können wir unseren Weg ja wieder nutzen, den es ja jetzt mittlerweile gibt. Und da steht das Schweinchen mitten drauf. Ja, voll gegen Baum. Da kommt das nächste Schweinchen. Ja gut, wie gesagt, das hat sich ja nicht konnte man nicht vermeiden, so rum. So. Dann tun wir die noch eben wieder einlagern. Ist ja jetzt doch ein bisschen weniger geworden. Ach ja, die Spitzhacken noch. So, und dann gucken wir mal eben nach den Rundhölzern, wie gesagt. Ja, guck mal, Dung und Dünger steigt wieder beides. Sehr schön. Das scheint zu laufen. Rundhölzer 8. Komm, wir nehmen nochmal 5 mit. Dann können wir nochmal 5 Palisadenwände fertig machen. Dann haben wir auf jeden Fall die eine Gerade hier geschafft. 1, 2, 3. Und dann schon mal ein Stückchen hier angefangen. Sehr schön. Es wird so langsam. So langsam wird es. Ist zwar noch eine ganze Ecke bis da vorne. Nein, man sieht auch, teilweise ist es kahl da hinten an den Stellen. Ich habe echt viele Bäume geschlagen. Da sieht man es noch besser. Da waren größtenteils die Ahornbäume. Hier steht noch einer. Da werde ich wohl aber jetzt erstmal die sorry, die Finger von lassen. Weil je nachdem, wie kritisch das jetzt im Winter mit dem Brennholz wird, werden wir noch davon ein paar Bäume brauchen. Und ja, ich guck mal eben. Halbe Stunde ist jetzt auch wieder gut um. Ich würde sagen, dann soll es das gewesen sein. Ach, guck mal, die Tiere, ne? Ist auf 3 runter. Tierfutter scheint auch zu laufen. Sehr schön. Da hat sich doch die Folge wieder gelohnt, wieder ein paar Problemchen gelöst. Und ja, dementsprechend, wie ich gerade sagen wollte, soll es das gewesen sein. Ich bin raus, haut da rein, euer Nobody. Ciao, ciao.